Ja, und damit herzlich willkommen hier bei Detroit Become Human. Und ja, da ist die Begrüßung jetzt erst relativ spät kommt, kommt eigentlich daher, dass ich gerade ein bisschen verwirrt war, denn ich glaube, wir sind jetzt wieder bei Marcus und ich glaube, er wurde von den Polizisten, naja, nicht erschossen, aber vielleicht haben sie es gedacht und wurde einfach weggeschmissen. Das ist krass, deswegen, ich war jetzt mit der Szene gerade ein bisschen verwirrt, aber okay. Wow. Sind wir jetzt ein anderer Android? Kann das sein? Beeinträchtigt die Sicht. Oder sehen wir uns selber jetzt irgendwo in der Spiegelung? Boah. Schwurbelt aber böse. Alle Systeme in Energiesparmodus. Defekt. Oh Gott. Okay, hier haben wir nichts. Das hatten wir schon. Das hatten wir auch. Ah. Linke und rechte Beinkomponente fehlt. Stehen nicht möglich. Ach du Scheiße. Müssen wir jetzt hier rumrobben? Kriegen wir Prothesen? Also ich hoffe, wir werden wieder einigermaßen repariert. Vielleicht vom, na, ich nenne mal Widerstand. Aber ich muss noch irgendwas finden. Das hatten wir. Das Schlimme ist ja auch durch die Verschwurbelung hier, ich kann kaum was sehen. Das ist ja furchtbar. Das wird auch nicht besser. Vielleicht außerhalb irgendwas? Ah. Audioprozessor defekt. Alter, wir sind so am Arsch. Okay. Aber wir werden uns durchbeißen. Auch wenn es schwer ist. Das Schlimme wäre jetzt echt, wenn die eine Programmierung hätten, dass sie auch Schmerz fühlen können. Das wäre echt richtig böse. Passt das überhaupt zu unserem Modell? Okay, ist kompatibel. Autschen. Oh. Sorry, deshalb liebe ich die Steuerung. Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier zu doll mit dem Controller rumfuchte, kommt das wieder gegen das Mikro. Was natürlich dann auch blöd ist. Deshalb nicht wundern, warum mir dann einiges nicht gelingt, weil ich will nicht unbedingt irgendwie ein blödes Extra-Geräusch haben. Auch kompatibel? Inkompatibel, alles klar. Also geht's weiter. Wäre auch zu einfach. Komm schon, Marcus. Oh fuck, der lebt noch. Das ist irgendwie creepy, wenn er uns von da hinten beobachtet. Gleich. Ich schätze mal, also ich sag mal, Sensor funktioniert auch nicht vernünftig. Uah. Hier ist doch. Ich verstehe nicht ganz genau, was er sagt. Aber bevor ich wirklich dahin gehe, möchte ich mich hier nochmal hier unten umschauen. Vielleicht ist hier noch irgendwas. Wie ich glaube ich schon in der ersten Folge gesagt habe, ich möchte mir doch, wenn das Spiel mich lässt, mir ein bisschen mehr Zeit lassen, mich ein bisschen umgucken.
Obwohl diese verschwurbelte Optik echt. Boah. Okay. Aber hier haben wir auch nichts. Vielleicht können wir auch bloß einfach nur vom Schrottplatz entkommen. Vielleicht funktioniert das gar nicht, dass wir jetzt irgendwas. Boah. Großartig weiter analysieren können. Zumindest nicht irgendwas, was weiter weg ist. Das ist aber auch schon ganz schön assi, dass die uns hier einfach abladen. Aber vielleicht ist die Gefahr zu groß oder die Angst zu groß. Naja, dass wir in ihren Augen wieder irgendwas Schlimmes anstellen. Hier hängt noch ein Kollege raus. Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Okay. Aber er kommt mir irgendwie bekannt vor. Als ob das der Typ ist, der Kara an der Bushalte getroffen ist. Ich kann mich da aber natürlich auch täuschen. Oh Gott. Das ist echt creepy. Das ist echt creepy. Ja, natürlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier noch irgendwie ein bisschen Horrorfeeling mit reinkommt. Uah. Wow, 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 wow. What the fuck? Für die Bescheidenheit, Pumpregulierung, Audioprozessor. Was doch natürlich echt krass wäre, was mir gerade so einfällt, der Typ, der sich erschossen hat und der leider auch mich erschossen hat, wenn wir den hier wieder finden. Ich würde am liebsten erstmal eine neue Optik finden, damit das Geschwurbel aufhört. Oh, ich kann hier aber auch nicht weiter sehen. Inkompatibel. Okay. Optische Einheit inkompatibel. Schade. Obwohl es für so einen Androiden wahrscheinlich mit Sicherheit leichter ist, was zu finden. Kann ich hier jeden untersuchen? Nee, ne? Als für einen Menschen. Nehme ich jetzt mal stark an. Alter, Alter, Alter. Ja. Komm ich da einfach mal zwei Beine entgegengelatscht. Alter! Schreck mich jetzt nicht so. Kann ich ihn hier? Nee. Also das Spiel bietet von den Emotionen oder von den Gefühlsregungen, die es weckt, eigentlich noch nicht alles, aber ich glaube, es kann in einem alles rauskitzeln, wenn du es zulässt. Geschockt war ich ja schon. Erschrocken war ich jetzt auch. Mitfühlend war ich. Ich weiß es gar nicht. Ich will so nicht alles aufzählen. Okay. Das ist erstmal Ruhe, mehr oder weniger. Nein, das ist nicht. Das ist bloß deutlicher. Wow. Ich brauche unbedingt eine neue Optik. Shit. Bitte. Oh, danke. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Was kann ich für Sie tun? Dein Auge? Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist... Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das CyberLife Wartungscenter. Oh.
besser. Viel besser. Danke, Spiel. Das hat irgendwas von... Echt irgendwie von Zombies. Ich meine, obwohl ich Zombiespiele an sich eher irgendwie lame finde, besonders, naja, Spiele gehen noch, aber Filme sind für mich absolut lame. Kommt jetzt hier trotzdem creepy rüber. Okay, ich weiß, wir müssen da drüben hin, aber um ehrlich zu sein, würde ich hier lieber noch mal ein bisschen gucken, ob wir auch irgendwas anderes finden. Vielleicht sogar jemanden, der uns auf unserer Reise begleitet. Nee, da kann ich leider nicht hoch. Aber da... Vielleicht auch wieder jemand, der uns erschreckt. Nee, hier war auch niemanden. Aber eigentlich die hier noch hochwandern. Ich werde noch nicht versuchen zu klettern, oder muss ich? Ja doch, ich muss. Mit denen müssen wir doch reden können, oder? Na, was haben wir denn da? Gut, dass ich es nicht versucht habe. Man sollte sich bei dem Spiel echt Zeit lassen. Kann ich echt jedem nur raten, natürlich nur, wenn es geht. In den wichtigen Situationen lässt er in das Spiel natürlich nicht. Es sei denn, man möchte, dass das Spiel seine Entscheidung abnimmt, aber das wäre halt auch irgendwie ein bisschen, naja, nicht Sinn und Zweck der Sache, denke ich mal. Und man würde sich da auch sehr viel vom Spielerlebnis selber nehmen, denke ich. Ah, jetzt kann ich das auch erst tun. Okay. Na dann. Und das ist so eine Sache, die erinnert mich sehr an Heavy Rain. Von der Steuerung ist es ja im Prinzip auch dasselbe. Und ich bin mir sicher, dass ich hier so einiges verkacken kann. Weil ich damit teilweise echt nur... Naja, teilweise zurückkomme. Keine Ahnung. Ist natürlich alles möglich, aber gerade wenn es schnell gehen muss, ist es immer so... Ja. Verstanden aus Ruin. So könnte man am besten die Szene jetzt beschreiben. Das kann das Spiel also für mich auch sehr gut. Alles mit der musikalischen Untermalung. Es passt einfach so gut. Das ist ja so eine Art Speicherprüfung, die er durchführt. Was ist das? Oh! Entschuldigung, wie gesagt, kann bei einigen Sachen manchmal ein bisschen dauern. Okay, krass. Das ist jetzt also der Moment, indem wir absolut unabhängig sind, absolut selbstständig sind. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht bei Kara auch irgendwann so sein wird. Ich heiße Marcus.
würde ich sagen, die Revolution beginnt. Oh, nur 57% abgeschlossen? Moment, Moment, Moment. Okay, okay. Sorry, aber ich muss gerade mal ein bisschen gucken, nach Teilen suchen. Das Wichtigste habe ich gefunden, aber wie gesagt, ich habe mich ja umgeguckt, ich habe aber jetzt keinen weiteren irgendwie gesehen. Boah, da muss ich irgendwie nochmal ran. Natürlich nicht im Let's Play, das mache ich dann für mich. Aber ich glaube, ich habe das schon 3 oder 4 Mal gesagt. Wieder Spielwert, auf jeden Fall für mich sehr hoch, weil ich möchte hier wirklich alles irgendwie erkunden. Aber wie gesagt, im LP lässt sich das immer ein bisschen schlecht machen. Markus ist von den Toten zurückgekehrt. Nice. Ja, und ihr werdet euch jetzt mit Sicherheit wundern, warum er da ist. Und ihr habt es ja, denke ich mal, gerade gesehen, bei den kleinen Bildzusammenschnitten. Ich konnte es einfach, ich will nicht sagen, auf mich sitzen lassen, aber ich finde es halt für mich selber auch schade, weil ich gerade diese Detektivarbeit mit Connor absolut liebe, absolut interessant finde. Ich schaue ja auch gerne sowas wie Medical Detectives oder sowas oder hier Autopsie. Finde ich auch übelst interessant und das macht gerade halt auch mit ihm total Spaß, auch wenn das von der emotionalen Seite her bei ihm noch nicht so gegeben ist. Vielleicht kommt das noch. Und ja, ich habe mich halt nochmal reingesetzt. Ich hätte, glaube ich, auch einfach das Kapitel nochmal spielen können. Aber, soweit ich weiß, war es zumindest bei Heavy Rain auch so gewesen. Da gab es die Möglichkeit, glaube ich, auch. Dass es so ist, dass die Entscheidungen, die wir vorher getroffen sind, dann eigentlich nichtig sind. Weil wir da mittendrin, glaube ich, im Spiel reinstarten. Ich habe mich also nochmal hingesetzt, habe nochmal, glaube ich, 2,5 Stunden oder so gespielt. Es ging halt ein bisschen schneller, habe alle Entscheidungen getroffen, wie ich sie auch beim einfachen Spiel oder beim ersten Spielen getroffen habe. Ich habe zwar natürlich einiges gesehen, was ich übersehen habe, oder ich hätte noch einiges machen können, aber ich will einfach das nicht verfälschen, gerade auch für die Story, weil ich überhaupt nicht weiß, inwieweit unsere Entscheidungen weitreichende Auswirkungen haben. Und ich denke, das wird bei dem Spiel schon der Fall sein. Deswegen habe ich alles nochmal genauso nachgestellt und habe ihn mehr oder weniger zum Leben wiedererweckt. Ja. Wenn das jetzt natürlich nochmal passieren sollte, ganz egal mit welchem Charakter, dann werde ich das nicht nochmal machen. Ich werde das Spiel zwar hundertprozentig trotzdem nochmal spielen, wenn ich fertig bin mit dem Let's Play, aber wie gesagt, ich finde es für mich jetzt selber auch schade, gerade weil es so früh am Anfang war, dass er gestorben ist und für euch vielleicht auch, wenn ihr das verfolgt, ein emotionaler, mehr oder weniger Schock war es für mich trotzdem gewesen, den plötzlichen Tod da mitzuerleben, weil ich es überhaupt nicht erwartet habe, weil ich dachte, wir können dem anderen helfen, dass er dann also sich nicht umbringt und Vertrauen vielleicht zu uns hat, dass er uns aber gleich erschießt im selben Zug. Und man weiß ja nicht, wie viele Ausgänge hier jedes Kapitel, sage ich mal, hat. Ja. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet und ich war so sehr beschürzt. Ich meine, ich habe hier heute zwar die ich habe bei dem Let's Play die Facecam zwar nicht an, weil, finde ich, passt zu so einem Spiel einfach nicht wirklich, beziehungsweise ich habe mir meine eigene Demo angeguckt und ob das so interessant bei mir jetzt ist, bei manchen anderen vielleicht schon, aber bei mir selber, vielleicht ist das auch zu sehr Selbstkritik, finde ich das ehrlich gesagt nicht. Ansonsten hättet ihr, glaube ich, gesehen, wie ich hier mit offenem Mund da sitze und es einfach nicht fassen konnte, was da passiert ist. Gerade da der Android ja auch,
wie ich ja vorher schon festgestellt habe, wenn man irgendwas macht, erwartet man ja wahrscheinlich ungefähr das, was er sagt, was man auch selber sagen würde. Weil zumindest dieselbe Intention, dann kommt auf einmal was anderes bei raus. Das ist... Ja. Wow. Das ist dann schon knifflig. Weil da wird ja auch dein eigenes Denken erstmal, naja, nicht in Frage gestellt, aber du musst halt über die Sachen, die du so... Ach, da drüben. Die Sachen, die du machen würdest, musst du ja dann nochmal neu überdenken. Halt in dem Fall, wie würde er argumentieren und wie würde er irgendwas sagen. Und ich glaube, das ist auch keine schlechte Lektion fürs Leben. Da ich ja selber in einem Beruf bin, wo ich mit Leuten zusammenarbeite oder die auch leiten muss, ist das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man gerade, sag ich mal, irgendwo in einer leitenden Position ist oder sowas, oder mit anderen zusammenarbeiten, oder gerade mit anderen zusammenarbeiten muss, oder viel zusammenarbeiten muss in seinem Job, öfters vielleicht mal drüber nachdenken, wie der andere, ja, wie der andere das vielleicht sieht und nicht einfach sagen, hinnehmen und der wird schon irgendwie machen oder sowas, ja, so ein bisschen reflektierter denken. Ach, gucke mal. Kenne ich aus dem Trailer. Das hätten wir sonst, glaube ich, verpasst. Ich glaube, die Story mit Connor wäre dann nicht weitergegangen. Ich weiß es zwar nicht ganz genau, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. So, und jetzt machen wir auch mal mit dem Spiel richtig weiter. Hallo, Amanda. Connor, schön, dich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch, Connor. Diesen Abweichler zu finden war nicht einfach. Und deine Art der Befragung war ausgesprochen klug. Du warst bemerkenswert effizient, Connor. Danke, Amanda. Wir erwarten, dass die PD ihn für weitere Studien herzuschicken. Vielleicht erfahren wir so, was passiert ist. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Das muss man annehmen. Faszinierend? Ich glaube, er ist reizbar und sozial eingeschränkt. Aber ich glaube auch, dass er ein guter Detective war. Ein interessanter Charakter. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Ich find's nicht schlecht. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Anpassen, gleichgültig, Freundschaft. Eigentlich? Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Die Sache ist ja nur die, das muss ja nichts Schlechtes sein. Also sie ist jetzt zwar uns gegenüber ein bisschen eingestellt, aber normalerweise, es ist ein vernünftiges Verhalten, denke ich mal, was wir da an den Tag legen mit dem Detective. Und so wie er das jetzt auch gesagt hat, so empfinde ich ja gegenüber ihn auch erst mürrisch und lalala, aber wie gesagt, das hat man bei sehr vielen Filmen so schon gesehen, diese Charaktere fand ich eigentlich immer am sympathischsten und eigentlich auch am effizientesten. Die sind zwar sozial ein bisschen privat, ich sag mal so abseits neben der Spur, sind aber jobmäßig extrem effizient und wir können auch von ihm lernen und ich denke mal, er ist auch bereit, zumindest so wie ich das jetzt bisher aufgefasst habe, dass er auch von uns lernen kann. Und in uns einen guten Partner sieht. Warum sollte das nicht auf Gegenseitigkeit beruhen? Und ein bisschen mehr, ich glaube mal, nicht unbedingt Gefühle, aber vielleicht so, dass er gewisse Dinge eher nachvollziehen kann und so, würde Connor, glaube ich, nicht
schlecht tun. Ist jetzt, glaube ich, kein vernünftiger Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ganz gut tun, so. Gerade jetzt, wenn es um Verhandlungen oder sowas geht. Also, ich glaube nicht, dass das der schlechteste Weg ist, den ich gewählt habe. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. 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 Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Alles klar. Schätze mal, ich muss hier rum, oder? Du hast sicher einen Schock. Hallo. Ciao. Ah. Ja. Hey. Was? Hast du die Proben angeguckt? Ach so. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist genau wie Heavy Rain, aber es hat so einen kleinen Touch davon. Das finde ich schon nice. Kann ich mit dir sprechen? Ich bin auf der Suche nach Lieutenant Andersons Platz. Der Schreibtisch da drüben. Okay, da gehen wir aber noch nicht gleich hin. Ich möchte erstmal hier noch ein bisschen rumlaufen. Weil ich glaube, wir können hier noch sehr viel entdecken, oder? Hier irgendwas Wichtiges? Nein? Ja. Ich glaube, da oben kann ich auch nicht hin. Shit, war das jetzt der Platz oder der Platz da drüben? Ich glaube, der in der Mitte war es. Moment. Vielleicht brauchen wir das ja für später. Weil man weiß ja nicht, was hier alles noch so passiert, ne? Ach, hier kann ich mir bloß die Schilder angucken. Aber sonst auch nichts, oder? Ich gucke mir trotzdem mal jeden an. Nein, den hatten wir schon. Kollege, geh mal bitte aus der Sicht. Detective Red. Vielleicht ist das ja auch ausschlaggebend irgendwann für Gespräch oder so. Poe Miller. Na klar, der gute Poe. Wer kennt ihn nicht? Ach, herrlich. Noch ein Poe. Okay, das muss wahrscheinlich Police Officer heißen, aber ist egal. Na nö. Das ist doch der Schreibtisch? Ich gehe noch nicht. Hier gibt es bestimmt da noch irgendwas zu lesen, oder? Halt. Berühmter Detroiter Maler stirbt. Karl Manfred, eins von Detroits strahlendsten Lichtern. Berichte über den Tod des berühmten Künstlers Karl Manfred wurden bestätigt. Der Rechtsmediziner spricht von einem Herzanfall, der durch eine persönliche Krise herbeigeführt wurde. Manfreds Sohn Leo bat die Medien in dieser schweren Zeit, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. So ein Heuchler, Alter. Berühmt wurde Manfred von den 2020ern als Galionsfigur des neosymbolischen und kraftvollen und düsteren Arbeiten nach dem Vorbild Francis Beacons. Es folgten produktive Jahre bis zu einer düsteren Periode unter dem Zeichen von Alkohol und Drogen. Doch in den letzten Monaten hatte der Künstler offenbar wieder gearbeitet. Die Gouverneurin von Detroit sprach der Familie im Namen der Stadt ihr Beileid aus und schrieb Manfred als eines von Detroits strahlendsten Lichtern. Eine Kollektion von Manfreds Gemälden aus seinem Nachlass wird in den kommenden Wochen versteigert. Natürlich, und dann kriegt er so eine ganze Kohle. Wie scheiße ist das denn? Newsweek stagniert. Russlands Präsident antwortet auf Warns Warnung. Vielleicht ist das auch ganz wichtig, was wir hier lesen. Auf Präsidentin Warrens Forderung, dass alle russischen Truppen sich umgehend aus der Arktis zurückziehen sollen, wird Russland Präsident. Okay. Ich weiß nicht, das andere hatte ich eigentlich bloß vorgelesen. Ja, für eine Zukunft. Ja, weil es vielleicht nicht mehr unbedingt storyrelevant ist, aber es einfach der Fall ist, da wir die Person ja schon kannten. Darf ich hier vielleicht schon hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Aber ich kann gucken. Oh, the big boss. Grüß dich. So, Detective Collins. Lieutenant Anderson. Ich wollte nochmal zu dem anderen Platz gehen. Vielleicht steht ja auch unser Name drauf. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Kann ich ihn anrufen?
Also, dürfte doch möglich sein, oder? Hab ich jetzt schon wieder vorgegriffen? Warte mal, das muss ich testen. Okay, das wird nicht mehr angezeigt. Okay, gut. Ich habe nicht vorgegriffen. Na doch, ich habe vorgegriffen, aber ich war ja noch nicht fertig. Ja, da hinten. Nee. Ja. Gut, gelesen habe ich, aber das hatte ich ja, glaube ich, schon mal in der Wohnung von dem, von dem Mordopfer. Okay, dann habe ich wirklich alles. Also geht's auch zum Schreibtisch. Halt. Wir hören mal kurz rein. Knights of the Black Death. Okay. Ich glaube nicht, dass das dem Detective gehört, aber... Nein! Hank Anderson anrufen! Das war zu viel. Ah, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Sie können eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Das Glück, was Connor hat, ist, dass er wahrscheinlich extrem geduldig ist. Dem wird das, glaube ich, nichts ausmachen, auch wenn er da einen ganzen Tag rumsitzt. Ich hoffe bloß, der erwischt uns jetzt nicht, wenn wir jetzt hier ein bisschen uns umgucken. Ah, vielleicht haben wir eine gute Ausrede. Anti-Androiden-Parolen. Warum? Warte. Baseballkappe. Okay, er ist Baseball-Fan. Wir wollen ihn ja näher kennen. Wir wollen ja Freundschaft schließen. Und ja, wir gucken uns da bloß ein bisschen um. Okay, in Jimmys geht er wahrscheinlich öfters mal gerne. Donuts, natürlich. Ach ja, das, sowas darf er natürlich auch nicht viel. Donuts und Kaffee. Spuren von Koffein. Hier haben wir noch Feuerhaken, das hatten wir schon. Halt. Das war mal eine Pflanze, war Fächer. Ja. So. Das hatten wir auch. Halt. Okay. Ah, er hat den Hund. Alles klar. Da hat er auch so einen dicken. So ein Schmusehund. Red Eyes Sondereinheit. Moment. Alles klar. Realer Polizist. Okay, ein nettes Mädchen. Arschloch, sehe ich da drunter noch. Okay. Man kann ja nicht alle Kollegen lieb haben, ne? Über der Tendenz nachforschen. Wow, Detroit Police zerschlägt Red Eyes Dealerin. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzeshüter haben der wachsenden Red Eyes Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von $500.000 beschlagnahmt. Detective Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detective, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detective Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Detective Anderson zum Leutnant befördern. Jüngster Leutnant der Polizeieinheit Detroit. Leutnant Hank Anderson war einer der renommiertesten Detectives des DPD der letzten Jahre. Er konnte einige bedeutsame Festnahmen verzeichnen und war ein unentbehrliches Mitglied der Einheit. Captain Fowler sagte, die Beförderung sei lang überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einen der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je
Beispiel zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant im Department schnell aufsteigen wird und er gilt bereits jetzt als Favorit für die Position des Commissioners. Neue Rekordenmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zuge einer langwierigen Ermittlung unter der Leitung von Lieutenant Anderson der Polizeieinheit Detroit im Frachtraum eines Schiffes gefunden. Okay. Schön, Sie wiederzusehen, Lieutenant. Oh, Scheiße. Hank! In mein Büro! Also, ich schätze mal stark, dass er irgendeinen Fall hatte, der ihn voll aus der Bahn geworfen hat. So dieses, naja, Standardding, sag ich mal, aus Film. Aber man muss... Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer. Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Mordereien, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlabs Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Jetzt schaffe ich ja noch ich beides. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verwendung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Vielleicht kann man auch so hören. Okay. War das hier, was ich... Erkunde die Polizeistation. Hä? Hier wurde doch noch was angezeigt. Okay, er ist eh fertig, oder? Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall, ich brauch keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastik-Wichsern. Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was... Irgendwie habe ich seine Reaktion ein bisschen anders in Erinnerung. Okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein Scheißroman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, Scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese Scheißdinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Ich weiß nicht, ich hoffe, er ändert noch seine Meinung, weil ansonsten kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auch irgendwann mehr oder weniger zum Abbrecher werden. Zumindest ihm gegenüber. Weil ich meine, ich habe immer noch diesen zufriedenen Gesichtsausdruck von ihm im Kopf. Shit. Ich habe mir wieder ein paar Optionen verbaut, aber ich weiß nicht. Wow. Geh mal bitte wieder zurück. Es ist mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir werden sicher ein tolles Team. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja ihn... Vielleicht schaffe ich es ja ihn noch ein bisschen umzukrempeln. Dass er uns am Ende doch... vermisst. Oder, ja, was heißt vermissen? Dass er uns trotzdem mag. Oder nicht alle Androiden total scheiße findet. Okay, Womit fangen wir an? Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Was geht's dich an? Sumo. Geht doch. Er heißt Sumo. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh, shit.
Oh. Kacke. Okay, man kann halt nicht mitrechnen, ne? Kann ich eigentlich... Nee, ich kann nur mit ihm reden. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist... Stimmt, so ey. Energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem die Androiden machen sollte. Bei der Uhrzeit würde ich ihn wahrscheinlich nur nerven. Wir fragen, falls mal Spaß haben, nach Fowler. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Das Ding ist, man sieht ja immer einen Pfeil nach oben oder einen Pfeil nach unten. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so an sich gegolten wird, also dass das alles zusammenzählt, oder bloß immer, okay, einmal hoch, wenn du es verkackst, dann ist er dir negativ eingestellt, machst du wieder einmal was richtig, ist er wieder positiv. Deswegen, Ich weiß nicht genau. Ich würde es mit dem Anti-Androiden eigentlich lassen. Ich glaube, da mag er uns da nicht. Ich fange einfach wenn mit der Arbeit an. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Okay, vermisst. Der Kläger berichtet, er habe seine Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Okay. Ist das nicht der Typ aus der Buchhandlung? Der Kläger behauptete, er sei von einem Androiden des Modells Nummer angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs in Avenue arbeitet. Der Kläger behauptet, der Android habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Ich weiß nicht, da kommen mir nicht die Buchladen, das war der Fahrplan, da kommen mir irgendwie sehr extrem bekannt vor. Die Klägerin behauptet, von einem Androiden angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Kann man sich bei ihr eigentlich kaum vorstellen. Der Kläger, der Manager des Eden Club, berichtet vom unerklärlichen Verschwinden eines Sex-Androiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu Hause nach Hause begleitet hat und ist nie zum Glück zu Hause gekehrt. Moment, das hatten wir doch beim ersten Mordopfer, oder? Kann ich noch weiter scannen? Der berühmte Maler Karl Manfred wurde nach einer Auseinandersetzung zwischen seinem Androiden und seinem Sohn tot in seinem Haus aufgefunden. Laut Aussage des Letzteren hat sich der Android gewalttätig verhalten. Der Android ist ein Prototyp und wurde von Ort von der Polizei zerstört. Kara. Die Leiche des Opfers wurde von einem Freund gefunden, der das Opfer besuchen wollte. Er hat um 8.42 Uhr sofort den Notarzt gerufen, der eine Schussverletzung als Todesursache feststellte. Die Mordwaffe hat möglicherweise dem Opfer gehört. Sein Android wurde nicht am Tatort gefunden, ist der Hauptverdächtige. So, das ist mein Verdacht vom Anfang. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der ersten Folge sagte oder so. Oder erst, wo wir mit den Ermittlungen begonnen haben. Doch, richtig. So werden wir verbunden, sag ich mal, mit allen. 243 Dateien. Gott. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Hast du die Proben angeguckt? Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Na komm, Hangman, du kannst es noch. Ihre persönliche Situation sollte die Untersuchung nicht aufhalten, Lieutenant. Du hast doch keine Ahnung, wovon du da redest. Folge einfach deinem verfluchten Programm und halte deine Scheißklappe! Damit kommt bei uns nicht weiter.
Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Ja, er mag uns zwar nicht, aber er wird später, früher oder später erkennen, dass wir recht hatten. Ich bin da zumindest von überzeugt. Okay. Also er wäre so oder so sauber, Hank hat eine Spur. Aber vielleicht war es doch nicht so schlecht, dass wir uns dafür entschieden haben oder ich mich dafür entschieden habe. Wie gesagt, also ich kann das Spiel jetzt schon auf jeden Fall jedem empfehlen, wer so eine Art von Spiele mag. Gerade mit den Entscheidungen und da selber so drinnen stecken möchte. Ja, ich weiß, 70 Euro mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen teuer sein, aber ich finde es jeden Cent wert. So, das war's auf jeden Fall mit der Folge. Ich werde sie, glaube ich, einfach nennen Auferstanden aus Ruinen. Ich glaube, das passt sogar zu beiden Teilen. Einmal zu Markus und einmal jetzt hier zu unserem guten Connor. Und bedanke mich fürs Zusehen. Jetzt kommt wie immer noch die der Endscreen, Entschuldigung. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen in einer neuen Folge von Detroit Become Human. Ciao, ciao.